So, guten Morgen, willkommen zurück zu Open Arena. Ja, wir haben schon eine ganze Mission geschafft von wie viel überhaupt? Ja, 29, heißt es bleibt nur noch 28 lächerliche Missionen übrig. Wir spielen natürlich die Version 8088. Ja, ich spiele die Version 88, die deutsche Version. Ich habe die Helligkeit übrigens wegen höher gedreht, weil... Da fällt mir gerade einmal ein Mausrad, funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, ich kann mit Mausrad-Ding nicht mehr die Waffen wechseln, sehr gut. Was haben wir denn hier? Schön, dass die Railgun. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, auf welcher Taste die liegt, aber hey, pff, Details. Fällt mir ein, ich muss mal auf die Uhr gucken, weil ich will das jetzt ein Video hochladen. So spät schon wieder. Ja, ganz toll. Toll, ich habe das Spiel jetzt natürlich schon seit... Hallo. Ewigkeit nicht mehr gespielt. Und wir haben jetzt Musik, weil im ersten Level gibt es keine Musik. Frag nicht wieso, es ist so. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal das Zeug hier mit. So, wir nehmen mal Health mit. Ja, da gehen wir auch nicht runter. Was sind denn die? Oh. Das hat weh. Quad Damage, ja, ganz toll. Ich glaube, dafür habe ich die völlig falsche Waffe. Sind da jetzt ein Gegner? Jetzt habe ich, glaube ich, die richtige Waffe für Quad Damage. Nein, habe ich nicht. Ich habe prinzipiell die falsche Waffe, würde ich sagen. Und ich hänge erstmal fest. Ja, ist natürlich total einfach, weil wir spielen auf Nightmare und ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Musik ist noch zu leise. Ich kann dich doch verstehen. Mach die mal lauter. Ja, wenn man mich nicht mehr versteht, ist die Musik laut genug. Kennt man ja. Die Gunne ist ewig scheiße. Wissen wir ja. Was hatte der für Knarre? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin voll gut. Man merkt, dass ich das seit kurzem nicht mehr gespielt habe. Und mit kurzem meine ich so grob geschätzt ein halbes Jahr. Und davor war ich auch nicht besser. Jetzt töten sie sich schon gegenseitig. Nur damit ich sie nicht töten kann, die dummen Rassisten. Wie viele Punkte muss ich überhaupt machen? 15, da unten rechts steht's. Und ich glaube, ich kann gleich nochmal neu anfangen. Hey. Man merkt richtig, ich werde richtig den Fortschritt machen. Ja, es wird richtig vorwärts gehen in dem Video. Ich mache das, weil ich heute mal keine Lust auf Siedler 1 habe. Und aus anderen Gründen, die euch aber nichts angehen. Ich schieße es mal vorbei, aber Hauptsache weitergeschossen. Man darf nur nicht aufhören zu schießen, auch wenn man nichts trifft. Was sind die? Na, ganz toll, jetzt ist die Waffe leer. Och komm. Jetzt wollte ich gerade voll anfangen beim Run, dann passiert sowas. Ich habe immerhin schon einen Kill gemacht und damit bin ich fast so gut wie Tony. Der irgendwie so gar nichts bringt. Ist da unten vielleicht wieder Quad Damage? Nein. Aber hey, ich habe einen Kill gemacht. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich habe fast gewonnen, wie man sieht. Also fast, ne? Ist ja praktisch fast. Ich habe 2 Kills gemacht. Das ist ja schon mal... hallo? Wie, was? Hat doch gerade jetzt angefangen. Ist das Ding schon da? Nein, wann kommt denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne auch die Map nicht, weil wozu auch? Es gibt so Noobs, die sind der Meinung, man müsste die Map auswendig kennen, um spielen zu können. Puh. Ich bin so gut, ich brauche gar nichts zu können. Und kann nichts. Moment. Ich laufe irgendwie im Kreis. Ich sollte vielleicht nicht in Ecken stehen, wenn jemand mit Raketen auf mich schießt. Jetzt wäre Quad Damage was Schönes. Vielleicht eine Railgun halte ich so für. Ja. Ich hab's drauf. Vor allem, weil ich damit nichts treffe. Mit nichts meine ich gar nichts. Wow, ich habe ihn getroffen. Aber was? Überlebt das? Ach richtig, hier wurde das ja auch, glaube ich, geändert, dass die keine 100% Schaden mehr macht. Im Originalquake war das auch anders, oder? Wer ist denn das ausgedacht? Ja, hauptsache die Gegner können mich töten mit einem Schuss. Und das Argument, dass ich nicht mehr voll Energie hatte, zählt hier nicht. Verdammt. Die cheaten. Das ist unfair. Die sind wie Dämon, cheaten die ganze Zeit nur und behaupten, sie könnten was.
Nein! Ja, das macht mir mal einer nach, so gekonnt dann vorbeispringen. Das muss man schon üben. Was ist jetzt kaputt? Hallo? Was war das denn jetzt? Ein Moment. So, keine Ahnung, was das jetzt war. Aber ich auch noch mal neu starten kann, weil sowas ja nicht schaden. Quad Damage. Yeah, jetzt müsst ihr nur noch einen Gegner finden und ihn sehen, bevor er mich sieht. Das wäre eine geile Sache. Und zwar bevor die 23 Sekunden da um sind. Ach komm, willst du mich verarschen? Quad Damage taugt gar nichts. Das müsste den vierfachen Schaden machen. Das Ding hat auch noch Flächenschaden, also der Raketenwerfer jetzt. Von daher hätte ich den doch einwandfrei wegfegen müssen. Ja, toll, ich hab's gefunden und dann hört's auf zu wirken. Ganz tolle Sache. Kann man da einfach so rüberspringen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Kann man nicht, aber man kann unterwegs sterben. Das ist auch was Schönes, nicht? So, wir nehmen mal die Railgun mit, mit der ich ja voll gut umgehen kann, wie wir vorhin gesehen haben. Hier, yeah, wir haben voll den Zoom, was mir auch nichts bringt. Ich zoome hier, kannst du mich nicht erschießen? Ich bin voll beschäftigt so mit Zoomen. Weil Zoomen ist cool. Oh nö, was hatten wir da? Willst du bitte mal sterben? Nein, will er nicht. Würde er nicht. So. Gucken wir jetzt erstmal nach einer vernünftigen Waffe um. Also gar keine, weil... Es gibt hier keine vernünftige Waffen. So. Ich zieh gerade eben. Ha! So einfach geht das. Habt ihr es gesehen? Der hatte noch volle Energie. Bin ich mir sicher, dass der doch volle Energie hatte. Da wollte ich jetzt nicht runter. Das wäre doch nicht unbedingt klug, irgendwie so. Mist. Was ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Die cheaten doch. Eindeutig. So, Thema so wieder darüber beschwert haben, dass die Gegner einfach cheaten. Muss man regelmäßig machen, weil. Wenn man das nicht tut, dann wisst ihr ja nicht, dass die cheaten. Ach, komm schon. Ja, so könnte man das sogar tun. Ja, genau. Macht Quad Damage überhaupt vierfachen Schaden? War da nicht irgendwas, dass das nur so. Vielleicht. Es wäre im Bereich des Möglichen, dass das vierfachen Schaden macht. Ach komm! Hätte ich doch warten sollen. Laufe nicht auf jemanden mit Quad Damage und Raketenwerfer zu. Das ist auf Dauer nämlich nicht gesund. Ja, ich habe meine Score schon verfünffacht im Gegensatz, sechsfacht im Gegensatz zur letzten Runde. Das heißt, statistisch gesehen werde ich die nächste Runde dann 36 Kills schaffen. Statistisch gesehen, ja, genau. Ich meine, wenn man das hochrechnet. Und schon sind es 49 Kills. Ne? Ich werde mehr Kills schaffen, als ich muss, um diese Runde zu gewinnen. Wer stimmt nicht, dann ist das Spiel kaputt. Next, ja genau, next. Mhm. Weil ich ja hier schon so gut bestanden habe. Ich habe überhaupt nichts gelostet, ey. Ich will ihn ja nur entsprechend Vorsprung lassen, weil... Sonst beginnen die alle Selbstmord, wenn sie merken, dass sie mich nicht schlagen können. Mist. Ich will da nicht... Nein, das wollte ich nicht. Oder? Wollte ich das? Ich glaube nicht, nein. Ich bin mir unentschlossen, ob ich das wollte. Ich hab die Railgun. Und ich bin schon wieder hier. Das hier ist doch ein Kreisverkehr, habe ich das Gefühl. Yeah, ich habe ihn gefragt. Genau. Scheiß Mafia-Hut, Toni, da. Das ist bestimmt von der Mafia, der hat einen Hut auf. Yeah. Hast du es gesehen?
Das war voll geplant und nicht irgendwie zufällig. Wow. Was zur Hölle? Aimbot läuft, jawohl. Ja, ich sollte vielleicht nicht in die Raketen reinlaufen. Erweist sie als ungesund. Ich hätte gerne einen Raketenwerfer und dieses Quad Damage da oben. Raketen liegen schon mal rum. Ich brauche nur noch einen Raketenwerfer. Ich habe die Railgun voll nicht mitgenommen. Ja, genau wie geplant. Ich brauche halt vernünftige Waffen, wenn man jemanden angreift mit Quad Damage. Kriegt man überhaupt die Waffe, wo der hat? Hab ich bisher noch nicht gesehen. Lightning Gun, komm. Ist jetzt zwar nicht unbedingt toll, aber hey. Ah, scheiße. Jetzt muss der natürlich Quad Damage aufsammeln. Das ist natürlich nicht so gut. Und das Video wird groß werden, wenn ich das wieder eine Stunde lang mache. Aber ich habe zum Glück 100 Mbit. Upload. Okay, sind nur 10 Megabyte, weil die Leitung immer irgendwie leicht belastet ist, aber hey. Hä? Das greift nämlich aus verschiedenen Richtungen an, das ist ja voll unfair. Ja, yeah, voll die krassen Bluteffekte. So überhaupt nicht. Sollen die so sein? So voll krass. Was sind da drüben noch? Ich muss doch irgendwo mal eine Raketenwaffe. Wo ist der scheiß Raketenwaffe? Ich habe so voll null Orientierung. Sehr gut. Beziehungsweise da, wo der ist, will ich vielleicht gar nicht hinlaufen. Ich wusste es nicht, dass ich da nicht hinlaufen will. Ja, ich bin nur noch Zweiter. Letztes Mal war ich noch Dritter. Das ist eine Verbesserung, ja. Ich werde besser. Was ist das? Oder ist er? So viel zum Thema, da ist der Raketenwaffe. Muss ich mal gucken, wo der ist. Hier ist die Lightning Gun. Okay. Dann geht's hier hoch. Ja, ja, bla bla. Ja, ja, was? Frag dich doch mal selbst. So, da ist dieses Ding. Da unten ist Quad Damage. Hier ist nochmal. Hä? Was? Hat er mich jetzt gekillt oder was? Hey, ich hab ein Excellent. Sieht so aus, als hätte ich jemanden irgendwo runtergestoßen. Das beschreibt sehr gut mein Leben. Wenn man so alte Omas im vor den Zuggleisen sieht, einfach mal runterstupsen. Gefällt denen ja auch, ne? Wenn sie mal jemanden stupsen. Na komm schon. Ah! Ich komme nicht da runter, was soll denn der Unsinn so? Da ist der Raketenwerfer. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das ist, weil ich die Tasten nicht sehe, aber Details. Könntest du dich mal um einen anderen Typen kümmern, der noch auf dich schießt? Scheinbar nicht. Willst du wieder mal sterben? Danke. Verdammt. Wo ist das Quad Damage Ding hin? Hat das jemand? Bloß nicht. Was haben wir denn hier liegen? Shotgun, ja. Genau, was ich nicht bestellt habe. War doch eben einer, oder? Will ich dem hinterherlaufen? Ich glaube nicht. Verdammt. Ich wusste doch, ich will da nicht hinterherlaufen. Oh, ich habe endlich mal die Knarre gefunden. Wo liegt denn die? Irgendwo ganz da hinten. Was ist das denn eine? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Namen hier nicht. Ich kenne nur die Railgun und das Raketenwerfer und die BFG, ne? Hieß ja auch BFG, oder? Ich glaube, dass sie. Warte, sie Plasma gar nicht? Ich weiß es nicht. Vayne benutzt eh kein Schwein. So. Ich wollte sie auf jeden Fall mal haben. Ich hatte sie. Gut, weiter geht's. Ich hasse die KI. Ich hasse sie. Nein! Nein! Ach! Ich bin der Einzige, der so punktgenau an dem Zeug vorbeispringen kann, glaube ich. Da braucht man sehr viel Skill dazu, um so vorbeispringen zu können wie ich. Habe ich auch lange für geübt.
Ist echt anspruchsvoll, man glaubt's nicht. So ist. Würdet ihr mal da bleiben? Na also, wenn ich schon Quad Damage hab, solltet ihr auch mal da bleiben. Also, es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Sie bleiben nicht da, das ist voll rassistisch. Was zur Hölle? Das Spiel widersetzt hier den Gesetzen der Mathematik. Ach, verdammt. Hey, ich hab die Rakete mal nicht mit meinen Zähnen gefangen. Voll langweilig. Na, ganz toll. Wer setzt denn da diese Masten hin, dass man da reinläuft und hängen bleibt? Geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja. Hey, Grenade Launcher. Wow, ich hab den Bibern getroffen. Ich hab den Bibern gekillt. Mann, bin ich gut. Das heißt total scheiße. Irgendwie finde ich. Es kommt schon da. Warum da? Wo stehe ich denn da immer drauf? Das ist doch gar kein. Wo ist er denn? Okay, die Frage, wo er ist, hat sich erledigt. Nein, das wollen wir nicht benutzen. Mal gucken. So schwierig, der Egan. Ach, verdammt. Schnauze jetzt da unten. Ich hab einen wieder Raygun erwischt. Ich bin voll gut. Ich hab Skill, Mann. Baby. Ja, komm, den hab ich doch wohl dreimal voll getroffen mit zwei Schüssen. So ein Cheater. Ich schieß zweimal, treffe ihn dreimal und er stirbt nicht. Wie unrealistisch ist das denn? Ich bin gerade von vorne und hinten im Schuss. Ganz toll. Das ist natürlich sehr gut, wenn man dann. Sei ruhig. Was ist du? Ich kann es nicht lesen, die Frame. Der Frame-Counter ist oben drüber gelegt. Ja, ich habe ihn fast schon gewonnen. Aber ich will dem Bot ja noch ein bisschen Vorsprung und Chance lassen. Soll ich keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen, sie dann ständig selbst erschießen. Verdammt, jetzt haut er wieder ab. Ach ja, ich mochte Toni noch nie. Ich frage mich nur noch, warum er so ein Mafia-Hut auf hat. Das ist kein Mafia-Hut, das ist ganz was anderes. Das ist mir doch ein Scheiß. Und zwar einen großen Haufen Scheiß. Oh Gott, das ist immer noch so Feindetails, ja, fick dich. Bisschen dieser Riss hier sein. Ich mach nur unnötig das Video größer. Jetzt soll ich alles auf minimalen Einstellungen drehen. Quake 3 auf einem, keine Ahnung, Pentium 1 Prozessor sah so aus. So spiele ich jetzt auch. Sehr bestimmt cool aus. Habe ich auch irgendwie 2 Milliarden Frames ungefähr und dann geht's ab. Es wird schon wieder auf mich geschossen und ich weiß schon wieder nicht woher. Ich schieße aber auch mal irgendwo hin. Wir wissen immer, wo ich bin. Scheiß Wallhacker. Wo ist denn die Waffe? Da ist die. Ich glaube, ich werde das nie richtig hinbekommen. Doch, komm schon. Da trifft man dann mal einen, dann passiert nichts. Vielleicht soll ich lieber eine Waffe nehmen, die im Nahkampf sinnvoller ist als die Railgun. Jetzt soll ich nämlich nicht unbedingt hinterherlaufen, wenn ich so wie tot bin. Na, warum nicht? Hat sich doch gelohnt. Jetzt habe ich meinen einzigen Kill in dieser Runde gemacht, jetzt kann ich glücklich sein. So. Scheiße. Ich könnte Quad Damage mitnehmen, dann würde ich sie mit einem Schuss killen, aber.
glaube, das wäre ein bisschen sinnbefreit. Wie viel bringt überhaupt diese Heavy Armor? Also ich meine, ja, sie bringt Armor, aber bringt mir diese Armor auch irgendwas? Ich meine, außer dass sie da unten steht und sich lustig dreht und so, ne? Ich meine jetzt schon so im Sinne von... von wirklich, dass es Schaden minimiert und so. Fick dich. Was? Drei Haare? Ich glaube, das heißt drei Haare. Ich kann es nicht genau lesen. Egal, wir nehmen mal die Panzerung mit. Ich meine, wie viel Schaden fängt die wirklich ab? Wow, drei Trefferpunkte. Schnauze da unten. Fuck. Warum muss ich Feuer klicken zum Respawn? Wieso macht das Spiel nicht automatisch? Ich mag dich nicht, Pinguin. Ich mochte Linux noch nie. So, wir haben hier Raketenshells. Raketenshells, nee, Rockets. Raketenshells, ja, ja. Mhm. Genau. Ich steck auch immer Shells in meinen Raketenwerfer. Okay, zugegeben, ich habe keinen Raketenwerfer. Erstmal vorsichtig um die Ecke schießen, bevor man rumläuft. Ja, sonst passiert nämlich was Unangenehmes. Das passiert schneller, als man das vielleicht denkt. Verdammt, wo waren denn die jetzt? Da hat jemand runtergestupst. Das ist doch meine Aufgabe, alte Omas, um den auf die Bahngleise zu stupsen, wenn der Zug kommt. Ich habe die völlig falschen Waffen. Die völlig falschen Waffen. Sehe ich es wieder nicht. Ich glaube, es ist auch keine gute Idee, da oben so rumzulaufen. Toll, ich habe ihn getroffen, aber er ist wieder nicht gestorben. Leck mich doch. Sterb doch einfach, wenn ich die mit der Railgun mal treffe. Könntest du mir echt so gefallenmäßig mal einen Gefallen tun, ne? So kommst du aus der Richtung. Das ist, ja. Ich liebe es. Das ist der Grund, warum ich Spiele ohne Spawn Protection nicht sonderlich mag. Und das finde ich persönlich schon ein bisschen unfair, wenn man spawnt und gleich wieder erschossen wird. Schnauze da. Ich bin hier der King im Ring, so ein bisschen, ne? Jetzt hätte ich gerne meinen Raketenwerfer, obwohl ich könnte natürlich auch... Problem ist, ich weiß jetzt natürlich nicht. Fuck. Treff ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich hasse es, wenn ich den Feind nicht sehe. Dann müssten wir noch mit. Ach komm schon. Ja, bei einem Health bringt mir das Schild wahrscheinlich so gar nichts. Ah, und ich hüpfe da noch runter. Naja. Sehr schön. Sehr gut. Läuft doch wunderbar. Wow, ich habe ihn getötet. Hab ich getötet, halt die Fresse. Ah, verdammt, ich springe auch noch zu dem runter. Ich hätte auch gerne einen Raketenwerfer. Hey, süße, willst du mal meine Rakete sehen? Was zur Hölle? Ist Dreck. Ich bin wieder fast tot, leck mich doch. Ach komm, ich bin hier mal ansatzweise berührt. Konntest du ein komplettes Auto zwischenstellen? Fuck. Warum geht ihr beide auf mich los? Was habe ich euch getan? Ich will euch nur töten. Kein Grund, mich zu töten. Das ist eine Raketenwaffe, da ist eine Raketenwaffe. Komm schon. Kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht auch noch. Kannst du mir nicht erzählen, dass das so ist, ne?
So, komm schon. Ich möchte diese Runde jetzt schnell gewinnen. Schnell. Ich und schnell, ja. In welchem Let's Play war ich denn jemals schnell? Ja, da war dieses eine, dass man in 20 Minuten schafft. Dafür hast du nur 3 Stunden gebraucht und ich bin voll vorbeigesprungen. Wo ist denn der? Da oben. Irgendwo. Schön, wie ich sie teilweise nicht mal sehe, bevor sie mich töten. Das ist immer wieder ein helles Beispiel. Wow, ich habe ihn getötet. Bin voll gut. Er hat mich nicht mal gesehen. Mist, Mistiger. Ja, ich muss nur noch 7 Kills machen, bevor die 2 Kills machen und schon habe ich gewonnen. Erstmal irgendwo sinnlos Raketen hinschießen, das passt dann schon. Soll immer, wenn ich das habe, kommen sie entweder nicht oder stehen gleich hinter mir oder ich bin fast tot. So. Ah, komm! Ja, komm. Du mich auch spielen. Du mich auch. Mir ist schon wieder warm. Das ist doch zum Kotzen. Warum muss es jetzt wieder heiß werden? Es war so schön die Tage. Schön frisch und kühl. Hier, ich habe voll das lange Strahlrohr. Müssen wir mal einen anderen langen Strahl sehen, Süße. So, hier liegt sogar die Raketenwerfer technisch Vorrichtung. Ist keine Vorrichtung, ist eine tragbare. Bleib doch mal stehen, sonst treffe ich dich nicht. Ich hab was verloren, helf mir beim Suchen. Ah. Was? Wieso kann der mich mit einem Schuss töten? Hat er mich schon mal getroffen gehabt? Sehen wir keinen Scheiß. Und da war die Wand. Sehr gut. Willst du mal sterben? Die Streuung ist nicht groß genug. Ich brauche irgendwas, das mehr streut. Gibt es hier irgendwie so eine Modifikation, dass die Schrotflinte einfach mal alles, was im Bild ist, bedeckt? Für die Streuung ausreichend. Ich glaube nicht, dass sie da runterspringen will, während mir da einer Raketen hochschießt. Also jetzt will ich auch nicht hier oben stehen, während einer mich... Und jetzt treffe ich wieder keinen. Ja, natürlich. Verdammte Aimbot die ganze Zeit. Das sind fast wie Dämonen. Nur nicht ganz so schlimm. Der cheatet noch mehr. Jetzt fällt mir schon wieder nicht mehr ein, was ich sagen soll. Sehr gut. Muss ich schließlich konzentrieren, Alter. Ja, ich habe noch 12 Sekunden davon. Nutzen wir sie, indem wir keinen Gegner sehen. Oh doch, da sehen wir einen. Aber treffen ihn nicht. Weil ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht einmal getroffen. Zumindest, wenn ich dem Geräusch nach urteilen darf. Und er war irgendwo hinter mir. Achso, ich wollte schon sagen, wieso habe ich einen Ping von 2, aber das ist ja die Zeit. Ich habe einen Ping von 2 auf meiner eigenen Hardware. Ich spiele fast ganz schön Bandbreite. Ich sehe die teilweise nicht mal. Ja, toll, wenn ich rückwärts weglaufe, hänge ich irgendwann wieder an der Wand. Das ist doch Rassismus. Ich stelle mir hier ständig diese Wände im Weg. Das ist, weil ich irgendwie schwarz bin. Und weiße Haare hab. Wobei weiß gar keine natürlich vorkommende Haarfarbe so ist. Es sei denn, man ist Albino, aber das bin ich glaube ich nicht, denn dann wäre ich nicht schwarz. Oh, rassistisch, das Schwarze kann Albino sein. Ach, fick dich. Ach komm schon, das war meiner. Den hab ich voll totgeschossen. Toll, da habe ich ihn fast tot, dann kommt einer von hinten und er schießt mich. Macht Dämon auch immer. Kaum hat man ihn fast getötet, kommt er von hinten und er schießt einen. Während man ihn vorne versucht zu erschießen. So, jetzt habe ich schon wieder das Ding und jetzt sehe ich wieder keinen.
sind denn die? Hallo? Ah, wo sind die? Fick dich, Spiel, fick dich. Ach komm. Kannst du mir jetzt erzählen, dass die mich getroffen hat? Ganz schlechte Hit Detection. Du mich auch. Ich schwitze schon wieder so scheiße. Muss denn das sein? Die letzten Tage war es doch schön. Schön kühl. 10 Grad ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr. Man konnte also schön mit T-Shirt raus. Man schwitzte nicht. Es war nicht warm. Es war wunderbar im T-Shirt. Hm. Wieso hat die mich getötet? Ich habe die doch einwandfrei mit meinen Zähnen gefangen. Das Spiel ist aber völlig verbuggt. Es registriert nicht mal, wenn man Raketen mit Zähnen fängt. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Schießt doch noch eine Rakete auf mich. Sollte vielleicht nicht direkt reinrennen. Ach, fick dich. Bin immerhin schon auf Platz 3, ne? Ist doch schon mal was Schönes. Was ist er denn? Da hinten ist er. Es geht gar nicht, was hier geht, ne? Problem ist, will ich jetzt hier oben bleiben oder hier runter gehen oder? Jetzt werde ich schon wieder von. Nee. Werde ich schon wieder von mehreren beschossen? Nee, doch, vielleicht. War schon die ganze Zeit kaputt? Fällt mir jetzt das auf. Ach komm schon, hör auf meine Kills zu klauen. Killstealer. Ich könnte mich einfach 15 mal selbst töten, dann hätte ich auch 15 Punkte. Das Spiel zählt ja den Betrag der Punkte, oder? Und nicht die Gesamtpunkte, oder? Ja, ja, bestimmt. Was ist der Betrag von Punkten? Ach komm schon, kannst mir nicht erzählen. Ich schwitze. Kein schöner Zustand. Nein, es ist feucht und so und das ist nicht schön. Ach, komm schon. Es geht los hier. Sterb doch einfach, wenn ich dich treffe. Ich meine, ihr habt gesehen, wie oft ich ihn getroffen habe. Voll direkt. Und ihm 200% Schaden mit jedem Treffer gemacht habe. Ja. Schieß mal auf ihn auf. Gut Glück, irgendwo eine Rakete hin. Heilung ist immer gut. Sehr gut. Brauche ich jetzt auch. Ja. Noch eine? Nein, 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 nein. Das war so nicht geplant. Hilfe. Ah, ich häng schon wieder fest. Hast du das festzuhängen? Wenn man festhängt, hängt man fest und das ist nicht schön, weil. Ah, nein. Ich will ja weg. Ich habe noch 2 Raketen. Ah, ich habe noch eine dritte Reserverakete. Lass sie mal anfassen, Süße. Liegen hier nicht mehr Raketen rum. Nein, es sind auch nur zu zweit. Mensch. Muss das denn sein? Ach, fick dich. Ist so eine, ja, toll. Ach, so eine Assi-Knarre, die irgendwo ganz weit hinten liegt und auf der Tastaturbelegung. Knarre ist scheiße. Und die ist auch scheiße. Na toll, jetzt müsste ich eh ganz darüber. Ab. Müsst du bitte mal sterben? Danke. Fuck. Da wollte ich nicht runterspringen. Schon gar nicht, wenn Feinde in der Nähe sind.
Also gleich im Doppelpack. Rockets. Jetzt will ich natürlich den Quad-Damage nicht aufnehmen, weil wenn ich das jetzt aufnehme, bin ich gleich tot. Heavy Armor, die mir nicht wirklich was bringt, habe ich das Gefühl. Ist ja nur Armor. Mist. Ach, ich hänge schon wieder an irgendeinem Pfosten. Ich hänge ständig an irgendeinem Pfosten. Verdammt. Du bist ja voll der Vollpfosten. So, jetzt habe ich wieder keine Munition mehr für eine richtige Waffe. Wie ist denn damit? Wie ist denn jetzt mal mit einem Gegner? Welche Reichweite hat diese Waffe? Ach, fick dich doch, Spiel. Man greift sie an, dann kommt irgendein anderer, tötet sie und ja, fick dich. Man macht die ganze Arbeit und ein anderer steckt sie den Erfolg ein. Die Geschichte meines Lebens. So, wo ist denn da jetzt einer? Das war eine rhetorische Frage und benötigt keine Antwort. Schon wieder zu zweit. Dann gehen beide schon wieder auf mich. Ich hab da ihn gesehen. Der wartet darauf, dass ich rauskomme, der mich erschießen kann. Kenn ich schon. Denkt doch immer was Neues aus, ne? Ich bin nur ungefähr 27 mal so blöd und fall drauf rein. Toll. Toll. Nein. Nein. Ah, ich hasse es, wenn sie aus zwei Richtungen kommen. Dann töten sie mich immer. Muss das sein? Hä? Ach, komm schon. So, bleibe ich da jetzt stehen oder laufe ich weiter? Wenn hier einer spawnt, bin ich gefickt. Wenn ich weiterlaufe, bin ich auch gefickt. Von daher, bleib einfach mal stehen. Ich habe ja noch 5 Schuss mit der... Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Kann der nicht woanders hingehen? Irgendwo, wo ich nicht bin? Ah, ganz toll, die Schrotflinte. Genau, was ich mir Weihnachten gewünscht habe. Also genau genommen war es ein thermonuklearer Sprengsatz, aber hey. Ist doch auch schön. Ihr habt Weihnachten, macht euer Paket auf und was ist drin? Ein thermonuklearer Sprengkopf. So, jetzt habe ich das Ding, das heißt, ich finde jetzt wieder keinen Gegner mehr. Zumindest nicht, bevor es abgelaufen ist, weil... Warum auch? Also. Oben ist noch einer, aber ich sehe den jetzt schon wieder gar nicht. Gleich wieder auf, leck mich doch. Kannst du dich länger wirken? So eine Stunde oder so und mich auch noch unverwundbar machen? Gibt es überhaupt Unverwundbarkeit hier? Es gibt Unsichtbarkeit, aber... Unverwundbarkeit müsste ich jetzt so direkt nicht. Ach, leck mich doch. Ich bin schon wieder feucht, das ist der Wahnsinn. Aber bin ich nicht mal eine Frau? Könnten die Armor noch mitnehmen, die so viel bringt. Die Armor, hier hast du ein T-Shirt. Glückwunsch, jetzt bist du geschützt. Nein. Ach, fick dich. Hört auf, meine Gegner zu töten. Das will ich tun. Ich will hier alle töten. Ach komm, lass sie halt nicht töten, bevor ich gewonnen habe. Ah, hau ab, Feigling. Willst du mich verarschen? Ich bin doch mindestens genauso intensiv getroffen. Ganz schlechte Hit Detection. Braucht dringend eine Überarbeitung. Das ist eine Raketenwaffe, da ist eine Raketenwaffe. Haben wir sie jetzt schon gegenseitig getötet? Ich hasse es.
Statt sie sich von mir töten lassen, nein, müssen sie sich gegenseitig töten. Sehr unfreundlich von diesen Menschen. Vielleicht liegt es daran, dass sie keine Menschen sind. Bin Zweiter mit einem Punkt. Ich nehme einfach mal an, dass das gut ist. Der schon wieder. Nein. Komm da runter und kämpf wie ein Mann, indem du dich von mir töten lässt. Komme ich da nicht hoch oder was? Panzerung. Ja, bringt mir voll viel mit 9 Health. Mir ist ungefähr gar nichts. Auch mit 19 Health bringt mir die nicht wirklich was. Ich hab ihn doch getroffen, warum stirbt er nicht einfach? Wieso führt der dauernd? Und Toni unterstützt ihn dabei. Natürlich, er tötet immer Toni, nachdem ich ihn schon auf ein Health runtergeschossen habe. Das ist ein Trick. Und nebenbei cheaten sie natürlich. Kennt man ja, jeder der besser als man selbst ist, ist Cheater. Jeder, der schlechter als eines selbst ist, ist ein Noob. Nur cheat auf diesen Kack-Server, ey. Ich glaube, ich muss den Server wechseln. Ich wollte jetzt keine Rocket, sondern einen Rocket-Werfer, ne? Liegt hier ein Rocket-Werfer? Hier liegt ein Rocket-Werfer. Aber sonst liegt hier nur Scheiße. Ja, nicht hier. Nein. Wow, ich hab's mal ausnahmsweise direkt erwischt. Bin voll gut. Toll. Problem jetzt, ich ist gleich schon wieder vorbei und die sind natürlich jetzt wieder nicht mehr da, weil. Warum auch? Wo gehen die immer hin, sobald ich das Ding hab? Ernsthaft. Nein, nicht aufhören. Ach komm. Nein! Ich soll da vielleicht mal weggehen, solange hier Typen mit Waffen rumrennen und ich sie nicht sehe. Ah, komm schon! Verdammt. Toll. Scheiße, jetzt Panzerung habe, bin ich fast tot. Oh, ich habe Panzerung. Die sehr viel Schaden abgehalten hat, wie man sieht. Hab ich getroffen, Mann, bin ich gut. Den habe ich nicht getroffen. Ich brauche Health. Ich brauche ein Medipack. Ich brauche einen Arzt. Holt den Arzt, ich blute. Was fehlt ihm denn? Naja, so ein 2-3 Körperteile. Ach, kein Problem. Da ist ein Loch in deinem Bauch, kein Problem. Einfach Pflaster drüber, weiter geht's. Was sind die denn? Ich will es gar nicht wissen. Das war eine rhetorische Frage und ich will keine Antwort. Ach, komm schon. Die cheaten doch. Was zur Hölle? Tja, entweder man hat ein Aimbot oder kann in 5 Richtungen gleichzeitig gucken. Da es 5 Richtungen gleichzeitig nicht möglich ist, haben die ein Aimbot. So wie Dämon. Der Kacknoob. Was sein Aimbot in diesem nicht funktioniert, spielt er bloß auf Ace. Ups. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nur dann da, wenn das Ding nicht habe. Meistens. So. Das ist das Geräusch, dass es aufhört zu wirken. Wo ist der andere? Habe ich ihn noch getötet? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich hole mir erstmal eine richtige Waffe. Naja. Ich hole mir erstmal eine andere Waffe.
Genau das meine ich. Macht irgendwas und dann kommt irgendein anderes Arschloch und tötet einen. Das muss man wirklich nicht sein, oder? Mach doch in Realität auch nicht. Nein! Da wollte ich doch gar nicht drauf. Gib mir mal eine Panzerung. So, nachdem ich jetzt mein T-Shirt wieder angezogen habe, kann es ja weitergehen. Ich glaub's nicht. Immer und immer wieder töten sie die, die ich gerade angreife. Ist doch scheiße. Komm schon. Was? Nein, das ist es leer. Was muss denn das jetzt sein? Jetzt ist er natürlich weg. Ich hasse euch auch. Ja, ich habe euch auch ganz doll lieb. Müsst ihr jetzt bitte mal sterben? Danke. Na toll, bin ich wieder halb tot. Na gut, drei Viertel. Drei Viertel zwölf tot bin ich. Das ist fast so schlimm wie drei Viertel 13 tot. Ich hasse dich auch. Ach komm! Warum tötet ihr euch gegenseitig? Wenn ihr auch durch mich sterben könnt. Hallo, die hat er wohl eindeutig getroffen. Was will mir das Spiel hier erzählen? Hey. Verdammt, das feucht. Dass ich auch so feucht sein muss, geht gar nicht. So, Penguin geht mir auf die Sack. Auf die Sack, ja, ja. Hm? Auf die Sack, Sirak. Voll vorbei. Ey! Boah, dass sie ständig von hinten kommen müssen. Ich gehe auch nicht zu jeder Frau hin und komme von hinten rein. Schieße mal eine Rakete von hinten ran. Okay, lass mir das. Nee, ich geh da nicht runter. Okay, ich geh doch runter. So, ich bin dumpf, ich geh da doch runter. Was? Hat mich nicht getroffen, das ist eine glatte Lüge. Fuck. Fuck. Jawohl, geh doch. Was? Fick dich. Den hab ich doch vorhin schon mal angeschossen. Wie kann der noch leben? Hm. Kann man das nie irgendwie korrigieren, dass diesen Bug, dass den keinen 100% killt macht? Weil dieser Bug ist echt nicht schön. Das macht echt keinen Spaß, wenn die nicht mit dem ersten Schuss trifft, tötet. Nicht mit dem ersten Schuss trifft. Das sollte sich die Bahn schon mal ändern, ne? Ist ja schließlich Licht. Das sollte doch reflektiert werden. Wow, ich bin leading. Für etwa 10 Sekunden wahrscheinlich. Was ist das? Lass das, habe ich gesagt. Es ist natürlich keiner mehr da, weil... Warum denn auch? Hallo? Was sind sie denn jetzt? Von hinten kommt jetzt wieder. Diskussion mit den Frauen hatten wir eben schon. Ja, jetzt setzt natürlich gleich wieder auf. Sehr gut. So nicht anders habe ich mir das vorgestellt. Nicht wirklich, aber hey. Gefälligst da, du Arschgesicht. Und stirb bitte. Du bitte auch. Danke. So muss das sein.
Verdammt. Was? Nein, ich sehe nichts. So unfair, wenn ich nichts sehe. Oben ist gleich der nächste. Sehe ich gleich mal Fracke. Weil ich so unglaublich super toll bin. Was ist denn da unten? Ist da die Railgun? Nein. Hey, ich habe ihn gefragt. Was? Na komm. Willst du dich bitte mal treffen lassen? Nein, lässt er sich nicht. Ja, ganz toll. Ich spawn vor jemand mit einem Raketenwerfer. Meine Träume sind wahr geworden. Habe ich mir immer gewünscht. Ich finde es schon leicht erregend, wenn man spawnt und dann steht da einer mit einem Raketenwerfer und tötet einen. Also fast zumindest. Habe ich ihn noch? Nein, ich habe ihn nur erwischt, aber nicht gekillt. Ist doch ärgerlich. Ärgerlich Klitschko. So, wir gehen dann mal hoch, weil dann sind wir oben und nicht mehr unten. Ne? Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber hey. Nein! Willst du bitte mal sterben? Nein! Fuck you! Hier funktioniert auch gar nichts. Gib mir mal die Railgun. Toll, ist wieder keiner mehr da. Was? Wieso? Bist du mich? Habe ich überhaupt geschossen? Ich hab doch gedrückt. Wie willst du da wegkommen? Gar nicht. Du stirbst einfach. Ich muss hier mal weg irgendwie. Ich brauche mal ein paar vernünftige Waffen wieder, aber ich kriege nur noch Müll. Ich krieg nur den Abfall. Oh. Das war knapp. Und ich bin schon wieder fast tot und hab keine Heilung mehr. Und er spawnt natürlich gleich wieder da unten, weil warum denn nicht? Ja, und ich spawn natürlich auch gleich wieder hier. Fick dich, Spiel. Was für eine Reihenfolge ist dieses Spawn-Mist festgelegt? Willst du bitte mal du Arschgesicht, auch mal eine Kills zu klauen. Stehe hier gar nicht drauf, so Heilung. Da oben noch mehr Heilung, da oben ist noch mehr Heilung, sehr gut. Nein, wechsel halt die Waffe! Was dauert denn das so lang? Ich dachte, der macht das sofort automatisch und so. Wo ist denn jetzt die Flinte? Da ist die Flinte. Na, ganz toll. So schon angefangen, dann geht's so weiter. Na, ganz toll. Das wird doch nichts mehr. Mit lange habe ich gedacht, ich würde jetzt gewinnen. Ah, ja, genau, gewinnen. Träumst du davon? Hätte ich mal einen Gegner. Aber ich habe keinen Gegner. Jetzt ist wieder kein Schwein da. Aber wenn ich mal keinen brauche, dann sind sie im Dutzend da. Selbst wenn nur zwei Spiele mit. Nicht hochspringen. Komm schon. Einen bräuchte ich noch. Wäre echt nett von euch, wenn ihr jetzt noch einen sterben könnte. Ich meine, da ist einer. Aber der kommt jetzt nicht mehr raus, richtig? Nein. Fuck. Hey, ich habe gewonnen. Wow, das ging richtig schnell. Wenn ich angucke, wie lange ich zur ersten Runde brauche. Ich habe knapp eine Stunde gebraucht. Passt doch super. Menü, hey, dann habe ich schon das zweite abgeschlossen. Tja. Ja, dann war es nur noch 27 Runden auf Nightmare, also praktisch schon durchgespielt. Oh Gott. Oh Gott, das ist 1 gegen 1.
Die habe ich noch nicht mal Zugriff. Ich habe schon 400 Kills gemacht und bin in der dritten Runde. Ja, wir gucken uns nochmal kurz an. Kurz reingucken können wir ja. Wie viele Kills muss ich denn hier machen? 20 Kills? Ich habe doch einen Arsch offen. Oh, habe ich wieder die stöhnenden japanischen Mädchen. Hey, ich könnte die ganze Zeit durch den Teleporter gehen und hoffen, dass ich so einen töte. Weil wenn man durch den Teleporter geht, kann man ja einen töten. Habt ihr schon einen elektrischen Anfall? Schreibt es doch mal in meine Kommentarsektion, wenn ihr elektrische Anfälle bekommt und sterbt. Das finde ich äußerst lustig. Okay, wir haben eine Railgun, wir haben einen Raketenwerfer, wir haben diese Lightning Gun. Wir haben eine Stoßflinte. Hallo? Ach da. Wir haben Gegner. Okay, da oben haben wir irgendwie Armor. Was haben wir denn sonst? Haben wir hier noch eine neue Waffe? Ich glaube nicht. Du mich ausspielen. So, nö, ich glaube, das sind dann schon alle Waffen. Und ich mag diese Runde jetzt schon nicht. Aber ich denke nicht, dass wir heute noch weiter spielen werden. Ich glaube, ich mach's einfach weiter. Fällt mir ein, ich muss auch mal, hier gibt's wieder keine Musik mehr, weil, warum auch immer. Ich muss auch mal Dings weiterspielen, Hurricane. Kann man da Raketen durchschießen? Ja, kann man. Wenigstens bleiben sie stehen, wenn sie chatten, das hilft mir zwar nichts, aber hey. Japanische Schulmädchen töten mich. Geht zurück in euren Hentai-Film. Ja, ich bin immerhin schon Fünfter, ne? Ich bin immerhin noch in den Top 10, ja? Ach, ich habe sogar einen getötet. Ich habe meinen Platz in den Top 10 redlich verdient. Ah, ich habe die Railgun gefunden. Ja, Railgun ist in engen Gängen echt praktisch. So richtig praktisch in der Runde. Also bei engen Gängen, wo man, wenn man vorbeischießt, sofort verloren hat, hätte ich mir auch gedacht, als Entwickler, ne? Hier muss definitiv eine Railgun rein, ne? Wow. Anders als so eine gigantische Menge an Raketenwerfern wäre natürlich auch cool. So richtig viele, wisst ihr? Nicht nur so ein paar, sondern so ein paar Dutzend. Schnauze. Was haben wir denn da hinten Schönes? Mega Health. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Oh, wir haben auch einen Granatwerfer, wie ich feststelle. Toll. Genau, was ich mir gewünscht habe. Einen Granatwerfer. Bin hier so begeistert von dem Ding. Und tschüss. Oh, verdammt. Na komm, geh, sterb, Ben. Wir sterben nicht. Dann eben nicht. Das Geräusch klingt so leicht scheiße, muss ich sagen. Warum ist da eine blaue Ameise? Wieso habe ich wieder keine Musik mehr? Wahrscheinlich nicht genug Musik für jede Runde. Schnauze. Ja, solange ich noch unter den Top 5 bin, dann passt ja alles, ne? Unter den Top 10 meine ich. Gibt es überhaupt mal irgendwann mehr als 10 Spieler auf einer Karte? Also jetzt so im Singleplayer? Ich glaube nicht. Ach. Leck mich doch. Einfach mal am Arsch. Oh, Mega Health. Oh. Verloren. Yeah, ich hab 500 Franks. Ich bin in der dritten Mission, hab 500 Franks. Genau. Könnt ihr uns Mission 4 schon mal angucken? Nein. Ich will ja nicht die Vorfreude verderben, weil das Spiel war, hat ja nicht jeder und kann sich auch nicht jeder runterladen und selbst gucken. Ne? Nein, nein, das geht natürlich nicht. Unmöglich. Ausgeschlossen.
Egal, Karl, wir haben wieder eine Runde geschafft, die erstaunlich schnell geht, wenn ich so mit den ersten, vergleiche. Ja, ich habe da einfach Skill, ne? Also wenn das so exponentiell weitergeht, ich glaube, da habe ich irgendwie 3 gebraucht, da eine, dann jedes Mal um ein Drittel reduziert. Brauche hier 20 Minuten, hier brauche ich dann so, naja, nicht ganz 7 Minuten. Hier brauche ich ein bisschen mehr als 2 Minuten. Hier brauche ich dann nicht mal mit 1 Minute. Hier brauche ich ungefähr noch eine Viertelminute, 5 Sekunden. Bisschen mehr als 1 Sekunde. Weniger als 2 Sekunden. Ja, also ich denke mal noch 2 Videos, dann ist das Spiel durch. Naja, bestimmt. Egal, Karl, das war's für heute mal wieder fürs nächste halbe Jahr mit Open Arena. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.